Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Freunde, wir machen weiter. Wir sind ja hier immer noch in der Heimat von Red und schauen mal, was jetzt abgeht. Das hier ist unser Planetarium. Im Shinra-Gebäude besitzen sie ein wesentlich neueres Modell. Doch das hier ist das von mir gefertigte Original. Gut, dann wollen wir mal. Komm doch besser. Oh, seht nur. In unseren Lehren geht es um den Planeten und seinen Platz im Universum. Es geht um die Lebewesen, die den Planeten bevölkern und ihre Verbindung zueinander. Das hier ist unser Planet, unser Zuhause. Er bietet uns alles, was wir zum Leben brauchen. Auf ihm wurden wir geboren. Und eines Tages werden wir auch auf ihm sterben. Wisst ihr, was dann mit uns geschieht? Unsere Körper zerfallen und kehren zum Planeten zurück. Doch was denkt ihr, geschieht mit unserem Bewusstsein, unseren Seelen? Auch sie kehren zum Planeten zurück, genau wie unsere Körper. Einträchtig vereint kreisen sie von nun an um den Planeten. Sie kreisen, konvergieren, divergieren und bilden das, was die Menschen als Lebensstrom kennen. Wie der Name vermuten lässt, ist der Lebensstrom die Lebensader des Planeten. Seine ganze spirituelle Energie fließt in ihm. Damit der Planet weiter bestehen kann, benötigt er genau diese spirituelle Energie. Falls sie eines Tages komplett aufgebraucht sein sollte, damit kennt ihr nun das Fundament der Planetenkunde. Verbrauchen wir Marco, nehmen wir dem Planeten seine Lebensgrundlage. So ist es. Wird die Energie aus dem Lebensstrom zu Marco geformt, dann kann sie nie wieder in ihn zurückkehren. Sie wird von den Maschinen verschlungen und verschwindet einfach. Sind Sie sich da ganz sicher? Könnte es nicht sein, dass sie in den Lebensstrom zurückkehrt und dort eine vollkommen andere Gestalt annimmt? Was meinen Sie? Interessant. Ja, eine neue Theorie. Vielleicht wäre es gut, wenn du an unserem Seminar teilnimmst. Sie haben gerufen? Seid so gut. Führt die junge Dame doch bitte zu unserem Seminar. Hier entlang, bitte. Gut. Mich auch.
Tja, ja. Alles kommt am Ende zum Marco zurück, oder? Aber das ist ja klar, so, oder? Dass die Energie vom Planeten ist. Das wurde ja schon jetzt länger und öfter bequatscht. Um es zusammenzufassen, verschwindet das Leben auf dem Planeten. Verschwindet auch der Planet. Wie können wir das verhindern? Sollten wir die spirituelle Energie stärken? Woher soll ich das wissen? Verzeih, doch ich habe das Gefühl, dass mein Wissen erschöpft ist. Diese Situation ist neu für mich. Früher hatten die Menschen keinen so großen Einfluss auf den Planeten. Menschen ändern sich und der Planet ebenso. Auch die Wissenschaft muss es tun. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Dass ich nie alles über den Planeten wissen werde, macht mich traurig. Gut, das ist natürlich eine neue Information, aber irgendwie denkt man sich vielleicht auch so, naja, wenn es kein Leben auf dem Planeten gibt, dann kann es doch, also dann ist ja niemand mehr da, den es jucken würde, dass der Planet kaputt geht, weißt du? Ah, ich muss ehrlich sagen, seine Stimme, boah, Alter. Also, der soll wahrscheinlich so sprechen, ja, aber es klingt unfassbar schlecht. Also, das ist wirklich mit Abstand die schlechteste Stimme im Spiel. Sorry, Kollege, vielleicht war die Vorgabe so, dass du so sprechen sollst, aber wer hat diese Vorgabe dann gegeben, dass du so sprechen sollst? Das muss ich mir unbedingt mal im Japanischen und Englischen anhören. Alter, das ist ja wirklich, boah, grausam. Boah, Alter. Heiliger Bimmermann. So wichtige Informationen, dann... Egal. Gut, Freunde, ey, lasst gerne ein bisschen Liebe da weiterhin, da. Ihr wisst Bescheid. Hallo, lass mich durch. Vielen Dank, dass ihr euch so gut um Nanaki gekümmert habt. Meister Bugenhagen hat mir mitgeteilt, dass ihr alles mitnehmen könnt, was ihr auf eurer Reise braucht. Schaut euch doch gerne einmal in Ruhe um. Na, dann her damit jetzt. Alles her damit. Wenn es etwas gibt, wovor wir uns fürchten müssten, dann sicher nicht vor unseren Brüdern und Schwestern, mit denen wir zusammen. Okay. Jetzt bedient euch schon. Ja, muss mir nichts weiter sagen. Dann mach doch die Tür auf, ey. Das muss mir nichts weiter sagen. Her mit dem ganzen Kram jetzt hier. Wie redet denn der so? So fürchten! Was ist denn hier los, Alter? Sind die alle auf Drohne oder was? Also jetzt mal ernsthaft. Warum haben die Mokri-Medaillen in der Kiste? 5000 Gil, naja. Ist okay so. Nimmt man mit. Das klingt aber auch sehr schlecht, Alter. Verschlingen werden! Nimm! Seite an Seite! Seite an Seite! Alter, guck mal. Ist ja Übergang, ne? So, das ist das ganze Gestein. Ah! Ist das sein Vater? Oder allgemein so, seine Familie? Könnte sein, ne? Von Nanaki. Aha! Lilane Kiste, die wollen wir natürlich haben. Übertrank, wow. Okay, so zeig er jetzt hier. Kristallmegafon. Gut, irgendwie habe ich jetzt gedacht, wir kriegen ein Halsband für Red, aber gut. Ja. Jetzt bedient euch schon. Jetzt bedient euch schon. Ist schon richtig, dass wir runter müssen, oder? Ja, Pfeilzeit nach unten. Okay. Gut. Ja. Also, klar, jetzt, klar haben wir das jetzt neu, als neue Information bekommen und so, aber an der Ausgangslage, dass wir Sephiroth, wie auch immer, aufhalten wollen, ändert es ja nichts. Das ändert ja nichts jetzt, die neue Information.
hat jetzt nichts geändert. Wir wollen ja trotzdem die Welt retten. So. Und es trotzdem natürlich, kann man sich das denken, ey, wenn das ganze Leben ausgelöscht ist, ist scheiße. So, ja, klar. Nicht eine einzige echte Materia hier. Was für eine Zeitverschwendung. Von diesen Planetenkundlern ganz zu schweigen. Ein Haufen aufgeblasener Besserwisser, die sich aufspielen wollen. Okay. Du weißt es natürlich besser wieder, hein, Yuffie? Du weißt es ja wieder besser. Guck mal, heute scheint ein Fest namens Seelengeleit stattzufinden. Das sollten wir uns ansehen, was meinst du? Ja klar, Mann. Wir atmen dafür tief. Schon seit Alters her ist das Tal ein... Bogenhagen hat mir euer Kommen angekündigt. Über eine Teilnahme am Seminar würden wir uns sehr freuen. Ich bringe euch gerne hin. Uiuiui. Ich habe an der Meditation teilgenommen. Das ist halt so krass. Wie gesagt, ich will, es ist halt immer, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, der Bogenhagen oder wie auch immer der heißt, das ist so wirklich schlecht synchronisiert. Ich möchte aber nicht auf die Leute draufhauen, ne? Weil man weiß ja nicht so, ist es deren Vorgabe, aber auch bei dem Kollegen hier gerade eben, da merkt man halt noch so, das sind so Anfänger, aber ich finde es gar nicht schlimm, so wenn so Nebenfiguren besetzt sind mit Leuten, die es jetzt nicht auf so super Top-Level machen. Aber wir haben gerade Barretts Sprecher gehört, der einer der besten im Game ist. Und dann hörst du direkt den Sprecher, merkst sofort den qualitativen Unterschied, oder? Aber wie gesagt, jeder fängt mal an. Aber, wie gesagt, als wenn er so seine Nase zuhält und so, wenn die Lebensform ausstirbt, dann stirbt auch der Planet. Ja, Bruder. Bitte, wer hat das durchgewunken? Jetzt mal ernsthaft. Egal, scheiß auf. Jetzt hau ich doch drauf. Egal, will ich gar nicht. Hier findet gerade ein Seminar statt. Ich bitte um Ruhe. Ja, okay, sorry, ich bin eingeladen, du nicht. Du stehst draußen, ich nicht. Vermuten lässt, also sei du bitte ruhig. Den feingeistigen Dingen des Lebens zugetan, wie Gedichten oder Gesang. Mein Vater war jedoch nie damit ein... Danke, ich bin's, aber bleib ruhig sitzen. Oh. Und du, junge Dame? Du siehst so aus, als hättest du etwas zu berichten. Gern. Also ich... Nun ja. Ich bin in den Lebensstrom gefallen. Oh. Der Lebensstrom ist ein wunderschöner Ort. Erfüllt von Erinnerungen. Ich fühlte mich von Güte umschlossen. Und lang vergessene Erinnerungen strömten in mich. Es war warm dort, im Herzen des Planeten. Aber gleichzeitig herrscht dort Krieg. Ein Krieg gegen einen Mann, der den Planeten zerstören will. Ich meine, wir brauchen den Planeten und er braucht uns. Deshalb müssen wir kämpfen, entschlossen und mit vereinter Kraft. Doch auf das Wie habe ich noch keine Antwort. Ich dachte, hier würde ich sie finden. Das soll keine Kritik an der Planetenkunde sein. Und ich will auch niemandem Angst machen. Aber... Also... Tut mir leid. Ich kann es nicht richtig erklären. Aber es gibt doch nichts zu entschuldigen. Und wenn du es noch einmal versuchen möchtest, dann sind wir immer für dich da. Stell dir auch weiterhin diese Fragen. Denn dann wird sich die Antwort irgendwann zeigen. Nun denn, wir sollten uns so langsam an die Vorbereitungen machen. Meine Lieben, das Seelengeleit beginnt in Kürze. Wir gehen schon mal vor. Okay, so, jetzt rauben wir nochmal kurz hier den ganzen Laden aus. So,
Segen des Planeten. Nimm alles mit, ey. Nimm alles mit. Die Zeremonie des Seelengel... Einmal im Jahr kann man sich hier in Cosmo Canyon dem Planeten besonders nahe fühlen. Möge sein Segen uns allen zuteil werden. Im Moment... Durch die vielen Meditationen kann ich bald... Tja... Gut. Ich würde sagen, so langsam können wir auch wieder aufbrechen, ne? Nach der Action hier. Nach der Action unten. Wahrscheinlich geht es dann wieder los. So, wie kommt man nochmal? Wir müssen... Hier. Ja, hier. So, Kosmoflamme. Schauen wir uns das mal an, wa? Oh. Jetzt, wenn dieses Zeichen ist, dann sind wieder entscheidende Momente, oder? Boah, ich speichere kurz ab vor der App. Ich will die bestmögliche Entscheidung treffen, wartet. Gut. Damals, als ich noch ein Kind war, habe ich mit Mama und Papa auch so um das Feuer herumgesessen. Und wir haben... Ach, nichts. Vergiss es. Ich höre gern zu. Wenn ich an meine Mutter denke, dann explodiere ich beinahe vor Stolz, weißt du? Ganz im Gegensatz zu meinem Vater. Ich kann noch nicht drüber reden. Okay. Okay. Vertrauen wir auf die Güter unseres Planeten. Ich kann noch nicht drüber reden. Die Verstorbenen kehren zum Planeten zurück. Also das ist mit Abstand das Dümmste, was ich je gehört habe. Echt jetzt. Wenn man stirbt, ist man tot. Mehr nicht. Wie kommst du darauf? Einfach so. Ich glaube nicht an Dinge, die ich nicht selbst gesehen habe. Okay. Ja, ist okay. Der Planet schenkt uns allen seinen Segen. Deswegen kehren wir am Ende uns. Hab mich vorhin mit einem Ältesten unterhalten. Er meinte, es wäre arrogant zu glauben, wir könnten den Planeten retten. Der Planet würde sein Schicksal bestimmen. Und sich zur Not auch selbst von jeglicher Verschmutzung befreien. Sollen wir also einfach nur rumsitzen und nichts tun? Und unsere Nasen in Büchern vergraben? Wenn wir nicht kämpfen, wird sich auch nie etwas ändern. Das sehe ich auch so. Ich wusste, dass in dir ein vernünftiger Kerl steckt, Cloud. Also ich würde sagen, das war schon die richtige Entscheidung, aber es hat sich nichts geändert. Bei den anderen aber schon. Schauen wir mal bei Tifa, meine Tifa, Mensch, was geht ab? Das war ganz schön peinlich von mir, was? Ganz und gar nicht. Sie haben nur nicht richtig zugehört. Ich hab dich verstanden. Ich wünschte, das hätten alle. Ist nicht deine Schuld. Ich danke dir, Cloud. Okay, da hat sich auch nichts getan. Warum ist Red denn jetzt schon auf Blau, aber die anderen beiden... Alter, Mann. Aber ich hoffe, wir haben noch genügend Möglichkeiten, das noch zu regeln. Ich lasse es jetzt einfach so. Ich habe jetzt nämlich keine Lust zu laden, um das andere abzuchecken. Ich lasse es. Wir haben ja eigentlich positive Reaktionen bekommen von denen. Deswegen, ich lasse es so.
Ich bin vom alten Volk. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Man kennt uns als Zetra. Oder kannte uns. Denn ich bin die letzte Überlebende. Meine Herkunft brachte mir viel Leid. Seit ich klein war, wurde ich gemieden. Oft gefürchtet. Verfolgt. Und wurde auch eingesperrt. Meine Herkunft war für mich wie ein Fluch. Selbst wenn ich mich freute, erinnerte mich immer etwas daran, dass ich anders war. Und das machte mich traurig. Aussichtslos. Nur so kann ich's beschreiben. Ein normales Leben schien unerreichbar. Und so gab ich auf. Doch am Ende hatte meine Herkunft auch etwas Gutes. Ich fand Freunde. Und heute geht es mir besser. Ich wurde belohnt. Meine Geduld hat sich ausgezahlt. Ich brauche kein normales Leben, solange ich sie an meiner Seite habe. Und für sie werde ich tun, was ich kann. Nun gut, sind alle bereit? Du warst also auch hier. Ich fühle mich befreit. Ach, hier warst du die ganze Zeit, Nanaki. Opa. Es gibt da etwas Wichtiges, das ich dir zeigen muss. Komm doch bitte mit mir mit. Deine Freunde können uns natürlich begleiten. Und was waren eure Eindrücke vom Seelengeleit?
Ich weiß nicht warum, doch es kommen immer mehr Gäste von außerhalb, um der Zeremonie beizuwohnen. Fragt man sie hinterher, sagen die meisten, dass sie überwältigt oder sogar zu Tränen gerührt gewesen wären. Ich freue mich, dass das Seelengeleit so positiv aufgenommen wird. Denn dieser Zeremonie wohnt eine große Kraft inne und die Menschen spüren dies instinktiv. Sie sind ergriffen von dem, was sie sehen. Fragt man sie allerdings, ob sie sich noch mehr mit der Planetenkunde beschäftigen wollen, nun, danach verlangt es den wenigsten. Doch warum? Wir sind im Alltag umgeben von Hunden, Katzen, Fischen und Pflanzen. Sie alle werden nicht umsonst Lebewesen genannt. Wenn ein Kind geboren wird oder eine Pflanze erblüht, ist die Kraft des Lebens für jeden deutlich spürbar und bewegt die Herzen der Menschen. Doch das Leben des Planeten kümmert kaum jemanden. Es tut mir leid, ich rede und rede hier. Je älter man wird, desto mürrischer schimpft man vor sich hin. Der Planet hat Eris auf ihrem Weg geleitet. Ich wünsche ihr alles Gute. Das ist nett. Das ist nett von dir. Ho, ho, ho. Nun, wollen wir weitergehen? Aber ist diese Tür nicht versiegelt? Richtig. Ich habe sie damals versiegelt. Der Zugang zu den Gefilden dahinter ist eigentlich untersagt. Aber du wirst dich nun einer Prüfung unterziehen. Was? Wenn du zu einem wahren Hüter dieses Tals werden möchtest, musst du dich ihr stellen. Was sagst du? Bist du bereit? Ja. Nanaki wird eure Hilfe brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Hinter dieser Tür warten einige Gefahren auf euch. Bereitet euch also gut vor und lasst mich wissen, wenn ihr soweit seid. Dann lasst uns gehen. Unser Weg führt uns immer weiter bis ins tiefste Innere der Höhle. Tja, schauen wir doch mal. Wir sind ready auf jeden Fall. Hat Nanaki euch eigentlich schon von seinen Eltern erzählt? Nein. Meine Eltern waren beide Hüter dieses Tals und doch vom Charakter her völlig verschieden. Als wir angegriffen wurden, hat sich meine Mutter mutig und ohne zu zögern auf den Feind gestürzt. Sie starb beim Versuch, uns alle zu beschützen. Doch mein Vater war ein Feigling. Er hat das Tal einfach im Stich gelassen und ist geflohen. Du hast also Sitte noch immer nicht vergeben. Wie könnte ich? Oh, oh, oh. Von diesem Punkt an dürfen nur noch zwei weitergehen. Derjenige, der sich der Prüfung unterzieht, und sein Beobachter. Wer ist der Beobachter? Ich. Ho, ho, ho. Dann wäre es wohl kaum noch eine Prüfung für Nanaki. Ich denke, du würdest perfekt passen. Was? Wieso gerade er? Jetzt wird man nicht frech. Hoho! Sagt, wenn ihr bereit seid. Kann losgehen. Okay. Cool, dass sie hier unten auch einen Shop haben. So, nehmen wir natürlich mit. Was haben die noch?
Bikerreif. Talisman. Dann muss ich aber unbedingt. Warte mal. Ich muss unbedingt Rette nochmal ausstatten, denn gleich. Ich glaube, da habe ich noch nicht so viel reingeballert, sondern eher bei den Figuren, die ich auch immer wieder mitnehme. Okay. So, ich guck mal kurz die Ausrüstung von ihm an, wartet. Gut, legen wir los. Wehe, du guckst nicht ordentlich. Keine Angst, wird nicht mal blinzeln. Ho, ho, ho! Was ist das? Das, was von jenen blieb, die im Tag. Das wird ein Kinderspiel. Überzauber, weil du immer an diesem. Adieu, sagt er. Ich bin schon dabei. Das hab ich. Das hab ich nicht gemacht. Das muss ich gleich nochmal checken. Ey, Barrett ist doch ein geiler Typ, Mann. Was haben die denn? Das muss ich nochmal ganz kurz checken. Sichelklauen. Nee, warte mal. Heilender Hüter habe ich hier. Heilender Hüter. Feurige Verkettung. Ja. Nehmen wir das so. Schau her, Nanaki. Solche Wände solltest du problemlos erklimmen können. Jo, solltest du erklimmen können. Red kann sich klettern an manchen Wänden fortbewegen. Nähere dich einer solchen leuchtenden Wand und benutze linken Stick, damit Red an ihr entlang klettern kann. Gib mir doch Acht, dass du nicht zwischendurch aufhörst zu steuern. Kreis drückst oder an unüberwindbaren Stellen gerätst, da Red sonst unserem verunterfällt. Kein Wort verstanden, ey. Super Ether! Ich glaube, das war alles, oder? Ja, ja, okay. Ganz komisch, wie sich die Kamera mitdreht, irgendwie. Ganz komisch. Spring doch einfach runter. Warum? Warum immer? Eine Gänsehaut. Ich verstehe dein Unbehagen. Vor 45 Jahren gab es hier einen schrecklichen Kampf. Und die Spuren sind auch heute noch zu sehen. Willst du etwa sagen, dass die Gie bis hierher vorgedrungen sind? Ho, ho, ho. Kann mir vielleicht mal irgendjemand erklären, wer oder was die Gie ist? Wer nicht aus unserem Tal kommt, der kann natürlich nichts mit ihnen anfangen. Aber höre dich doch ein wenig in Geduld. Schon bald wirst du es erfahren. Ich seh dich! Aus! Verzieh dich! Sehr schön! Geil, das hat gesessen, ne? Schon alles? Oh, ich will auch so eine Kugel haben, ne? Geil. Brauchst du keinen Beobachter mehr?
rennst du denn hin? Da haben wir einfach nicht antwortet. Das würde ich auch gerne können. Glaube ich dir. Wo zum Teufel ist der beste Weg? Hier ist, glaube ich, alles Bonuszeug. Ne? Das nehmen wir alles natürlich mit. Hier, zack, Salbei. Da oben ist eine Kiste. Mega Spray. Alter, die Viecher, die sehen aber auch ekelhaft aus, oder? Stinger. Au! Wie der redet, seitdem wir hier sind, wa? So geil, wie der redet, ey. Aber er ist ja erst... Was hat er gesagt? 46 oder 56? Was hat er gesagt? Ja, ist er. Aber gut, in unseren Jahren erst 15 oder 16. Na gut. Hey, wo rennst du denn hin? Das weiß ich selber nicht, ja. So. Ja. Brauchst du keinen Beobachter mehr? So. Die machen wir auch nochmal schnell platt hier. Auf die Nuss! Ein Hüter ist stark und weise. Das würde ich auch gerne können. Mensch, ist doch gut jetzt, ey. Heftig, wie schnell sich die Sprüche wiederholen, ey. So. Zur Kiste. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Hier komm ich! Mehr ist nicht weiter denn. So! Hier komm ich! Jetzt der Hauptgang! Hier komm ich! So. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Das würde ich auch gern können. Ja.
Nice. Stufe 37. Super Trank. Der ist tot, oder? Ja, er gehörte zu den Gi. Ganz schön groß. Oho. Oh ja, in der Tat. Man soll sein Gegenüber ja eigentlich nicht nach dem Äußeren beurteilen. Aber die Gi sind genauso fürchterliche Gegner, wie ihr Aussehen es vermuten lässt. Und meine Mutter wurde von so einem... Nanaki, hier beginnt deine erste Aufgabe. Sie besteht darin, dich umzuschauen. Du musst verstehen, was hier vorgefallen ist. Finde die Relikte der Gi. Bring die Wahrheit ans Licht. Nur dann wird sich dein Weg öffnen. Okay, Mann, ey, ich werde hier die ganze Zeit unterbrochen. Egal. So, Reds Suche. Drücke L2 über einen herumliegenden Gegenstand, um diesen aufzunehmen und dann bla 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 bla. Suche nach Gegenständen, bei denen es sich um Relikte der Gi handeln könnte. Und bringe sie zu Bugenhagen. Ja, machen wir. Altertümlich wirkender Gegenstand. Nein. Nur ein gewöhnlicher Knochen. Ja, ist doch gut. Da musst du nicht 15 Jahre drüber reden. Sag doch einfach falsch und gut ist. Nein. Puh. Tut mir leid. Ich wäre fast weggenickt. Ja, ja, komm. Ja. Oh, ein Pfeil der Gi. Drück das Gift an der Pfeilspitze in den Körper ein, versteinert es den Gegner in Sekundenschnelle. Äußerst effektiv im Kampf. Okay. Achso, hätte ich ihn einfach ansprechen sollen? Oder was? Nee. Sind hier noch welche? Oder? Ach ja, stimmt. So. Wird wahrscheinlich auch falsch sein, oder? Nein. Oh, genau richtig. Als Spielzeug zum Zeitvertreib, meinst du nicht? Wir packen einfach alles mit ein, das ist ja wohl klar. Die meisten bezeichnen diesen Kristall schlicht als Materia. Sie nutzen ihn, ohne zu wissen, dass in ihm das Gedächtnis und das Wissen des Planeten schlummern. Wow, heilen! 3 Sterne sogar schon. Das ist stark. Das ist stark. Erlösen will.
Komm runter da, ey. Sehr gut. Sehr gut, Barrett. Loser. Selbst im Tod sind die Gi noch voller Hass auf uns. Sie wandern rastlos durch diese Höhle auf der Suche nach Vergeltung. Ziemlich lästig. Nun, auch sie haben ihre Gründe. Man sollte stets auch einen Unterlegenen mit dem nötigen Respekt behandeln. Diese Statue steht ebenfalls aus gutem Grund hier. Ich möchte daher, dass du entsprechend sorgsam mit ihr umgehst. Okay. Unsere leblosen Hölle. Wir brauchen die Statue. Zeit bereit! Hier komm ich! Jetzt geht's los! Fortschritt gesehen? War ich gut oder was? Du bist der Beste. Der beste Hund in unserer Truppe. Achso, ja. Ach, Barrett. Uncool von dir. So. Weiter geht's. Ist das ein Altarraum? Ich weiß ja nicht. Sieht eher nach einer Hexenküche aus. Geht es etwa nur mir so? Oh, ho, ho, ho. Das ist eine wirklich interessante Betrachtungsweise. Die sehen aus wie die von vorhin. Alles hat einen Sinn. Oder Zufälle bestimmen unser Leben? Wer kann das schon sagen? Aber du weißt sicher, was jetzt zu tun ist, Nanaki. Unsere leblosen Hünen. Wir brauchen die Statue. Bringen sie zu ihrem vorgesehenen Platz. Okay. Was kommt denn jetzt? Verflucht nochmal! Das war's? Oho! Nein, es hat gerade erst angefangen. Tja. Dann müssen wir die anderen ja wohl finden. Gelb und blau. Hier ist Gale.
Alter, was geht mit der Mucke jetzt gerade? Hey, wo rennst du denn hin? Okay, warte mal, da unten geht's weiter, hier hinten geht's aber auch weiter. Ich bin ein richtiger Abenteurer hier. Au! Ach, er kann nicht blocken, Alter. Ich versuche die ganze Zeit zu blocken. Ich frage mich die ganze Zeit, warum ich auf die Schnauze bekomme. Hä? Was ist denn jetzt los? Okay. Hä? Okay. Danke, dass ich die Scheiße nochmal aufheben muss extra. Ohne Sinn und Verstand, ey. Der versteinert mich nach und nach. Huch. Du dumme Sau, du. Wir müssen natürlich trotzdem einmal ganz kurz hier gucken, was hier abgeht. Gestärkte Abwehr 2 Sterne schon, noch nicht schlecht. Was geht hier ab, ja? Hallo, hallo, was ist hier los? Gar nichts. Na gut. Mir gefällt die Mucke. Din, 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 din. Okay. Okay, das soll grün sein. Na ja, gut. Ah, türkis, hellblau, wie auch immer. Ist ja scheißegal. Die Geschichte dieses Tals beginnt mit der Ankunft der Gi, und zwar vor tausenden von Jahren. Dieser Altar wurde errichtet, um die Gi in ihm auf alle Zeiten zu versiegeln. Die Gi sollten damit für immer verbannt werden? Wie konnten sie uns dann angreifen? Darauf habe ich keine Antwort. Nur die Gi selbst kennen die Wahrheit. Gehen wir. Du wolltest doch mehr über dich selbst wissen. Diese Höhle stellt eine Art Grenzlinie dar. Sie trennt unsere Welt von der Gi. Hätten die Gi uns damals von hier aus angegriffen, wäre unser Tal mit Sicherheit im Untergang geweiht gewesen. Das glaube ich.
Doch es gab einen Hüter des Tals, der um die Schwachstelle wusste, die diese Höhle darstellte. Hm? Dieser Hüter machte sich ganz allein auf den Weg zur Höhle. Wie erwartet, sammelten sich hier die Krieger der Gi, bereit, das Tal zu stürmen. Beseelt von dem Gedanken, seine Heimat zu schützen, stürzte sich der Hüter in den Kampf und schaltete einen Gegner nach dem anderen aus. Aber Opa, wenn es so einen mutigen Hüter gab, warum habe ich dann noch nie was von ihm gehört? Oh, oh. Konzentrier dich erstmal auf das, was vor dir liegt. Ab hier wird es nämlich richtig gefährlich. Das sieht ja mal richtig einladend aus, was? Ach. Das Herz ist allzu schnell erfüllt von Furcht. Doch sie wird nicht gewinnen. Denn du allein bist es, der über dich entscheidet. Nur wenn du alle Türen im Inneren der Höhle hinter dir lässt, ist die Prüfung geschafft. Du solltest dich bereit machen. Okay. Okay. Tja. Was sollen wir machen, ey? Au, au, au! Lass mich! Oh Gott! Sehr gut, Barrett. Voll auf die Mütze. Jawohl. Schon erledigt. Okay. Da unten ist eine lilane Kiste. Alter, die Mucke geht richtig ab, ey. Komm schon, Barrett, hilf mal mit hier, ey. Panzerfaust, alter Barrett. Mann, die hat er ja auch noch nicht gemacht. Vulkankanone, ganz schön. Ah, scheiße. Bebende Erde. Geil, ey. Kritischer Schaden. Ja, komm. Keine Lust jetzt das zu machen. Weiter geht's. Die Prüfung ist umfangreicher als ich dachte. Gute Frage. Nicht wahr, Nanaki?
Prüfung ist wirklich umfangreicher, als ich dachte. Ja. Keine Ahnung, Alter. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ziehe die Kette. Ah, da war eine Kette? Ah, okay. Der Tipp kam aber jetzt schon ganz schön schnell. Ah, guck mal hier, perfekt. Warte mal, hier ist ja auch noch. Hier ist auch noch was. Ah, ist auch fertig! Sehr gut. Kiste. Äther. Jetzt kämpfen wir unnötig noch einmal, ey. Mann, Alter. Das dauert eh schon alles so lange, ey. Au! Jetzt hau der auch mal zu, Mann! Ey, was geht denn ab, ey? Du bist wirklich ein kluges Köpfchen. Ja, danke. Habe ich alleine herausgefunden. Erde. Ah, scheiße, okay, muss schon irgendwann sein. Oh mein Gott, ey. Das haut der richtig rein. Tja, ob Red das checkt, ey, was abgeht? Schon erledigt. Okay.
Die Goldnadel, ja, ja, ja. Roulette, Boulette, ey, der nervt, der nervt wirklich. Hier kommt Barrett! Ja, geil! Da, so. Da geht noch was! Sieg, Sieg! Musik, ey, ohne Witz, was ist hier los, ey? Sehr gut. Ja, ja, ja. Nice. Oh shit, Alter. Oh. Alter, Alter, darf ich auch mal mich bewegen wieder, ey? Heilige Scheiße. Einfach Scheiße. Einfach Scheiße. Scheiße. Was zur Hölle? Ja, was soll der Scheiß? Genau das ist die Frage. Nein, bleib jetzt auf dem einen Gegner, Alter. Das war nämlich auch gerade eben der Fehler, dass hier hin und her gewechselt wurde. Bleib jetzt auf einem Gegner, mach den erstmal platt. Verdammte Scheiße, Mann. Was zur Hölle passiert hier, Alter? Ich räche dich. Ja, naja, ich weiß ja nicht. Da haben wir doch bestimmt irgendwas. Was haben wir? Was brauchen wir denn? Warte mal, gegen Gestein. Hast Frosch. Verstein auch. Goldnadel. Hilft das? Das ist doch einfach ein schlechter Scherz. Einfach ein schlechter Scherz. Gigatrank, ich muss es tun. Jetzt bin ich richtig sauer. Ich muss es tun, Goldnadel. Heilige Scheiße. Bist du dir da sicher, dass... Bist du dir da sicher? Ja, Meister der Gier auf diese Weise von ihrem qualvollen Hass erlösen? Komm, wir müssen weiter. Bald habt ihr unser Ziel erreicht. Bist du dir da sicher? Na, lauf doch. Oh Gott, direkt der nächste Kampf. Also ich muss wirklich sagen, ach egal, ich sag nichts. Scheiß auf. Sagen wir so, der Abschnitt hier ist nicht der beste im Spiel. Oder? Sagen wir, lassen wir es dabei. Was macht er da? Was macht er da? Was macht er jetzt da? Jetzt lässt sich plötzlich so krass verkloppen, ne?
Jetzt macht er wieder seine Show. Okay, warte mal, jetzt eben ganz kurz mal warten. So, von hier sind wir gekommen. Da geht's hoch. Da geht's auch hoch. Hier ist eine Kette. Und dann geht's da auch hoch. Wo soll ich als erstes lang am besten? Einfach hier mal hoch. Brauchst du keinen Beobachter mehr? Ba, 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 ba. Noch ein Altar? Ohoho. Sie ähneln sich und sind doch nicht gleich. Dieser Altar hier ist noch viel älter als der andere. Der erste, den wir gesehen haben, wurde gebaut, um die Ki darin zu versiegeln. Doch diesen hier haben die Zetra 1 geschaffen, um mit den Ki zu kommunizieren. Aber wieso wollten sie mit den Ki reden? Sie sind doch unsere Feinde. Hohoho. Gut und Böse, Freund und Feind, mögen auf den ersten Blick wie Gegensätze erscheinen, doch die Grenzen sind fließend. Nun denn, Nanaki, ich bin sicher, dass du auch das nächste Rätsel lösen und uns einen neuen Weg aufzeigen kannst. So, warte mal eben. Okay. So. Jetzt hier runter. Jetzt hier rüber. Hier rüber. Das nehmen wir mal kurz mit. Handgranate. Junge, wie viele. So, warte mal. Ja, erstmal aufmachen, ne? Ah, warte mal. Tja, wer das wohl ist? Königsfehde. Ja. Ja, ansonsten. Punkte haben wir wahrscheinlich nicht viele dazu bekommen. Jeweils 5. Dann lohnt sich das nicht. Kurz einmal ausruhen. Machst du? Komm. Yay, mach! Ruh dich doch aus! Die große Prüfung war dir von Jungen. Warum fuckst du mit so einer Kleinigkeit so hart ab, Alter? Mein Gott, immer dieses Punktgenaue. Leg dich auf die Scheiße. Junge, wie schnell das ging, ey. Gut, okay, ich lade kurz, ich speichere kurz. Let's go. Let's go. Die eigene Wahrheit.
dich in Acht, Nanaki! Man kann den Groll richtig spüren. Wir machen besser schnell. Sonst verflucht er uns noch oder so. Aus dem Weg! Ah! Ich regle das! Alter, der entzieht ihn die scheiß Energie, Mann! Lass los! Dumme Drecksau, ey! Jetzt hab ich ihr das Sagen. Achtung, jetzt knallt's! Wir sind... Boah! Boah! Auf die Zwölf, Dreckstück! Das tut weh! Jetzt wird gegrillt! Schatz, sag mal, das sind die Momente, wa? Da könnte ich ausflippen. Er trifft dich einmal, du versuchst auszuweichen, gar nichts geht, 3, 4, 5, 6 Mal wirst getroffen. Einfach scheiße, Mann, einfach scheiße. Moment mal, warte mal, was stand da gerade? Ich kann den heilen? Hä? Soll die Anzeige so sein? Ich weiß nicht. Oh mein Gott! Sehr gut. Genau wie geplant. Da geht noch was für dich! Oh, scheiße! Das sind so viele! Jetzt drückt der Löschtrupp aus! Wie schmeckt ihr da? Oh, scheiße, Mann! Oh Gott, ey. Nein, du rufst auf jeden Fall nicht. Du rufst auf jeden Fall nicht. Mischen wir den Feind gemeinsam auf. Hab schon! Kein Ausweichen, kein Blocken, es geht einfach nicht. Du wirst da 10-mal hintereinander getroffen gefühlt. Das ist so nervig. Komm jetzt, gib mir doch mal die zweite ATB-Reise, Mann. Was ist denn hier los, ey? Warum dauert das jetzt so lange? Ah, ich krieg's so auf die Schnauze. Ja, ist gut, ist gut. Gib mir doch die zweite Kommando-Scheißleiste. Was ist denn? Warum dauert das so lange? Hä? Was ist denn hier los? Hat der mich geblockt oder was? Wurde ich gebufft oder was? Debufft? Ja, scheiße. Ist eh jetzt zu spät. Was ne, echt, genau das wollte ich nämlich machen. Ich wollte mit Ifrit nämlich eine Super-Attacke machen, aber naja, geht nicht. Ist okay. Was hat der? Was? Ich
verstehe es nicht. Warum konnte ich jetzt. Verstehe aber wirklich nicht, warum ich nicht eine zweite Leiste bekommen habe. Gott, das ist so nervig gerade. Mit der Sau da, ey. Genau, yo. Okay. Oh Gott, der fuckt so hart ab gerade. Heilige Scheiße, Mann. Oh mein Gott, okay. Nervig, aber wir haben's. Der Groll scheint für die Ewigkeit zu sein. Nanaki, du bist sehr stark geworden. Oh ja. Habe ich die Prüfung damit bestanden? Oh, ho, ho, ho. Ich befürchte, diese Entscheidung kann ich nicht alleine treffen. Wir müssen auch einen gewissen Hüter um seine Meinung bitten. Einen gewissen Hüter. Dieser Hüter stellte sich furchtlos den Angreifern und rettete das Tal. Bis heute hat er ohne Unterlass ein wachsames Auge auf uns alle. Opa, ist das... Seto, mein Vater. Aber das kann... Die Giftpfeile in seinem Körper verwandelten ihn zu Stein. Seitdem wacht er dort. Unverwüstlich. Und unerschütterlich. Mama! Hat meine Mutter davon gewusst? Oh, oh, oh. Ich glaube, das hat sie. Sie und Seto baten mich damals, die Höhle zu versiegeln. Warum? Warum hat sie mir bloß nie etwas gesagt? Hätte sie das, wärst du sicher allein hierher gekommen, um ihn zu sehen, nicht? Für deine Eltern hatte der Schutz des Tals Priorität. Nur eins war ihnen wichtiger. Dich zu beschützen, Nanaki. Etwa, weil ich so klein und schwach war? Ho, ho, ho. Dieser einst so kleine und schwache Nanaki ist mit der Zeit zu einem starken Krieger herangewachsen. Deshalb habe ich dich hierher gebracht. Nanaki, du musst weiterziehen. Deine Reise endet hier nicht. Aber ich bin ein Hüter des Tals. Ich muss unser Zuhause beschützen, so wie... Hör mir zu, Nanaki. Zu Anfang habe ich es abgetan.
Ich wollte euren Worten nicht glauben. Denn für mich klangen sie wie fanatisches Geschwätz. Hat man so lange auf diesem Planeten gelebt wie ich, denkt man oft, alles schon einmal gehört und gesehen zu haben. Ich war blind geworden für die neuen Möglichkeiten und Erkenntnisse dieser Welt. Das sehe ich nun. Ich hätte euch von Anfang an zuhören sollen. Opa. Und ich möchte euch Jungspunde auch nicht weiter aufhalten. Geh, Nanaki. Ansonsten wirst du am Ende noch genauso ignorant wie ich. Geh hinaus, geh mit ungetrübten Augen und mit offenen Ohren und erlebe alles, was diese Welt zu bieten hat. Kümmert euch um Nanaki. Ja, werden wir. Prüfung nicht bestanden. Trainiere weiter und versuche es erneut. Schaffst du das, Nanaki? Natürlich, denn ich... bin Nanaki, der Hüter von Cosmo Canyon. Und der Sohn des... Krieger Seto! Mutiger und tapferer Seto. Erneut sind wir in Not. Bitte höre das Flehen meines Volkes. Ich danke dir, Seto. Du bist so großherzig wie eh und je. Krieger Nanaki. Und du... vom Volk der Zetra. Kommt und folgt mir. Opa! Hohoho! Was für eine aufregende Entwicklung! Für 2000 kommen wir mit. Oh. Ist umsonst. Los. Okay. Oh Mann. Gut, Freunde. Hier ist allerdings erstmal Schluss. Folge ist ja auch lang genug, Freunde. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare Seto. Damit ich weiß, wer jetzt das Ganze sich bis zum Ende reingezogen hat. Und ja. Das könnte auch irgendwie Sith-mäßig sein, ne? Sith aus. Aus Dark Souls 1. Bisschen mit den Schwertern und alles. Sieht schon ganz cool aus, ja. Sieht schon echt cool aus, Mann. Sehr, sehr cooles Bild. Gut, Freunde, ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich fand den Abschnitt jetzt... hätte gerne ein bisschen kürzer sein können, aber ist okay. Okay, also, wir machen beim nächsten Mal weiter. Haut rein und tschüss.